Wir holen uns hier erstmal alles. Die Dächer in Verkleidung meistern. Wir holen uns hier alles und dann gucken wir mal, was wir dann da in der Story-Mission machen. Wir haben ja jetzt noch nicht mal irgendwas freigeschaltet. Großartig. So, ich glaube, das war so, dass. Und ich habe mir da mal ein Review zu angeguckt. Jedes Mal, wenn du diese Kleidung hier anhast, die ich hier jetzt gerade anhab, dann wirst du immer diesen einen einzelnen Punkt an Erkennbarkeit haben. Den kriegen wir auch nicht weg. Aber macht ja auch irgendwie Sinn, dass wenn du so rumläufst, dass du einfacher zu erkennen bist. Das ist auch so eine Mechanik, die wird, glaube ich, nie wieder eingeführt. Ich meine, in den neuen Assassin's Creed Teilen macht es auch keinen Sinn, sowas einzuführen, weil da ist es ja egal. Da tauchst du ja nicht mehr unter. Da rast du ja einfach nur auf Leute zu und massakrierst die. Warum ist das gesperrt? Das erinnert mich halt so sehr an das Fluch der Karibik-Spiel, was ich damals immer als Kind gespielt habe. Das sieht hier sehr ähnlich aus wie Oxbay. Macht ja auch irgendwo Sinn. Das muss ich auch mal irgendwann streamen. Alte Fluch der Karibik-Spiel, was eigentlich kein Fluch der Karibik-Spiel war. Das haben sie nur so genannt, weil der Film gerade rauskam. Eigentlich war das einfach nur ein komisches Piratenspiel. Und ich glaube nicht mal ein Piratenspiel so wirklich. Eigentlich eher so ein, ja, Karibik-Spiel. Und dann haben sie da einfach ein bisschen was von Fluch der Karibik reingetan. Die haben die Black Pearl da reingetan. Und den Namen drauf geklatscht und das war's. Der Rest ist nicht Fluch der Karibik. Und es war ein sehr gutes Spiel. Da oben muss ich hin. Frag mich, ob ich hier irgendwelche neuen Fähigkeiten kriege im Spiel oder überhaupt nicht. Dass ich hier halt erst später an irgendwas rankomme, woran ich jetzt nicht rankomme. Aber im Moment sieht es nicht so aus. Ich komme ja überall ran, außer halt an diese gesperrten Sachen. Ich glaube nicht, dass das mit Fähigkeiten zusammenhängt, dass die gesperrt sind. So viel ist hier jetzt gar nicht mehr. Gibt es hier auch Sachen, die ich dafür bekomme, wenn ich hier das Zeug sammle? Außer Geld. Das sieht doch aus nach irgendwas, was gesperrt sein wird. Das ist ein Lager von denen. Wenn die kämpfen wollen, dann tue ich das wohl. So, wir müssen irgendwie wieder darüber. Und ich will da gerade nicht rüberspringen. So. Dann komme ich da auch rein.
mal 1500. Kommt hier denn auch irgendwas, wofür ich dieses ganze Geld ausgeben muss? Außer Kosmetisches? Das wird ja gar keinen Sinn machen, wenn ich so viel kriege, ohne dass da was passiert. Wow, das sind jetzt nicht die schnellsten Leute. Bin ich schon längst weg, bevor die überhaupt erkannt haben, dass ich das bin. Ich weiß ja nicht mal, warum die mich jagen. Scheinen einfach nur blöde Soldaten zu sein. Oben hätten wir noch einen Synchronpunkt. Ist auch toll, wenn du jetzt einfach nur hier warst, um Ancestors zu sehen und dann siehst du hier Assassin's Creed. Aber ich wollte meine Affengeräusche. Davon habe ich eine Stunde gegeben, das reicht. Und wenn du das hier auf YouTube siehst, einfach nur so, dann macht es auch irgendwie keinen Sinn. Oh, da fällt mir gerade ein, dann muss ich ja das doppelt rendern. Nämlich einmal, wo ich das hier wo ich hier den Stream von Ancestors drin habe und Minecraft und dann nochmal Assassin's Creed 1. Wow. So, noch 6 Stück. Gibt es hier auch wieder eine Komplettierungsliste? Ja, gut, ich kann hier nicht sehen, wie lange das noch dauern wird. Tagebuchseiten, da gehe ich mal davon aus, dass das auch wieder was ist, was ich einsammeln müsste hier. Spanier sagen, was du willst. Hier auch wieder Pferde, wo ich drauf reiten kann, damit das schneller geht. Ich sehe hier nämlich gerade keine. Da gibt es einen Typ mit einer Säge. Kann ich dir den wegnehmen? Mit einer Säge kämpfen wäre auch cool. Es wird zwar gar keinen Sinn machen und wahrscheinlich würdest du damit auch nicht viel Schaden machen, insofern du nicht irgendwie dazu kommst, dass du deinen Gegner festhalten kannst. Aber hey, wäre mal eine interessante Waffe. So ähnlich wie damals halt der Besen. Mit dem Besen. So. Ich kann den Besen nicht aufheben. Das war auch gut damals, als man im zweiten Teil den Besen aufheben konnte.
Hier ist sehr oft einfach nur dasselbe Gebäude, wo ich hochklettere. Wird wahrscheinlich daran liegen, dass das hier damals ja ein PSP, glaube ich, Spiel war. Oder war es PS Vita? Ich weiß nicht, wann die PS Vita kam. Ich weiß nicht, ob die PS Vita jemals Relevanz hatte. Generell. So, davon kann ich nicht mehr holen. Formelles Schwarz. Warum nicht? Da gefällt mir das normale am besten. So. Klar, mach mich halt wieder normal. Das ist nicht optimiert. Muss man doch sagen. So, und dann hier nach ganz unten laufen. Ich finde das übrigens... Okay, scheinbar werde ich hier nicht alle Aussichtspunkte an diesem Ort finden. Ich finde das irgendwie komisch, dass man das hier New Orleans nennt, aber der eigentliche Ort Orléans heißt. Worauf ja der Name basiert. Also in Amerika ist ja immer... irgendwie Orte, die nach was anderem benannt sind, und da hast du dann einfach nur ein New davor geklatscht. Und wenn du nicht mal New davor hast, dann hast du meistens einfach genau den gleichen Namen. Das ist ja auch sehr oft bei ägyptischen Städten halt so, dass die einfach hier auch in Amerika nochmal sind, Memphis. Sind die Amerikaner halt einfach faul, die nehmen sich einfach wieder was, was schon jemand hatte, und denken sich so, ja, das ist Cultural Appropriation, aber nein, ist es nicht. Das ist einfach nur faul. Und dann willst du dir irgendwie schlau vorkommen mit sowas, aber bist du ja nicht. Ich zolle Tribut vor diesem, vor dieser Stadt. Nee, du hast sie gerade einfach nur nochmal in schlechter nachgemacht. Ich glaube, da gab es mal so ein, so eine Aktion, glaube ich. Von Amerikanern, die meinten da irgendwie, ja, wir müssen diese Städte umbenennen. Eben aus dem Grund, den ich da gerade genannt habe. Ich meine, kann man machen. Aber jetzt haben sie es halt schon so benannt, also. Ich weiß auch nicht, inwiefern das gut ist für die Städte an sich. Gut. Ich zum Beispiel hatte das Problem, und ich habe es ja gerade schon gesagt, Memphis, ne? Memphis habe ich gedacht, das ist eine amerikanische Stadt. Immer. Nicht irgendwie was aus Ägypten. Das ist dann blöd für Ägypten. Weil, ja. Da sollte man dann schon eher dran denken, dass das von da kommt, weil es dort auch zuerst war.
das heißt dann natürlich auch für Amerika, nö, das werde ich jetzt nicht mehr ändern. Also SEO-technisch ist das ja auch dämlich. Wenn man dich die ganze Zeit unter einem gewissen Namen findet und dann jetzt plötzlich nicht mehr, dann jeder, der dich danach sucht, wird dich nicht mehr finden können. Und darunter bist ja auch mehr bekannt. Deswegen ist das natürlich auch sehr schlau, wenn du einfach denselben Namen von was anderem nimmst. Wenn ich zum Beispiel mich als McDonald's ausgeben würde, dann hätte ich davon sehr viel. Tatsächlich, da könnte ich ja von denen was abgreifen. Wenn man nach denen sucht. Oh, die haben einen Gaming-Channel. Sowas halt. Könnte ich dann komplett ausnutzen, aber ja. Hasse natürlich aber dann das Problem. Wenn die das merken, dann werden die dir auf jeden Fall so eine Klage an den Hals setzen. Von daher, lass mal lieber. Wie das mit Städten ist, weiß ich nicht, ob die das auch machen werden. Könnte es ja sein, dass sie es nicht tun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Dann fehlt hier noch eins. Von den Aussichtspunkten. Wir haben ja auf jeden Fall gleich alles. So, dann runter. Der sieht mich nicht. Der ist viel zu lahm, um mich zu erkennen. Dich schicke ich baden. Sagt, dich schicke ich baden. Tschüss. Der kann nicht baden. Der kommt aber auch nicht mehr hoch. Ist einfach durch den Boden gefallen oder so. Weil gar nicht daran gedacht wurde, dass die ins Wasser gehen können, vielleicht. Weil das hier einfach nur eine PSP, PS Vita Version normalerweise wäre. Könnte ja sein, dass das deswegen so ist. Ich gehe mal davon aus, ich kann hier nicht mit Booten fahren. Konnte ich ja in Assassin's Creed 3 auch nicht. Was eigentlich komisch ist, das könnte man eigentlich ja als Native American reinbringen. Die hatten doch ihre Kajaks. Da geht's hin. Das ist sehr weit oben. Ihr lasst mich durch. Dankeschön. Schlagt euch selbst, genau. Wie
verstehe jetzt nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich habe nämlich niemandem geschadet, deswegen verstehe ich nicht, warum mein Bekanntheitsgrad dadurch dann höher wird, wenn ich einfach nur an denen vorbeilaufe. Die können jedenfalls nicht sehr gut schießen. Ja, hier sind Kanus. Das ist gut. Da wollte mir das Spiel sagen, hey, Dummkopf. Was kann man hier doch? Ja, hier. Ich verstehe noch nicht, wieso.